Der Kanzler sagt, wir haben keine roten Linien mehr und muss dafür noch nicht mal zurücktreten. Die Impfpflicht führt dazu, also, dass die Menschen also sich freiwillig impfen lassen, sagt der Herr Lauterbach. Ja klar, wenn der Ku Klux Klan dein Haus anzündet, kommst du ja auch freiwillig raus. Ich frage mich, wer ist denn hier der Satiriker? Ich oder Lauterbach? Wenn er schon mal meinen Job wegnimmt, kann ich dann im Gegenzug Gesundheitsminister sein? Ich glaube, es wäre überhaupt kein Problem, weil die Entscheidungen, die Sie treffen, haben hier nichts mit Medizin zu tun. Das ist eher die neue Auflage der Sendung Wünsch dir was. Wiedewiedewit, alle Masken tragen, in Quarantäne gehen, sich testen lassen, Veranstaltungen verbieten, Demonstrationen untersagen. Wer pupst, muss für 10 Tage in der Ecke stehen. Du kannst dir stündlich etwas Neues einfallen lassen und etwas Neues einführen. Inzwischen musst du, bevor du aufs Klo gehst, nochmal die Corona-Regeln checken. Vielleicht brauchst du ja jetzt einen PCR-Test, damit du wieder rausgehen darfst. Und man liefert noch nicht mal mehr irgendeine Pseudobegründung mit. Zum Beispiel, der Genesenenstatus wurde von 6 auf 2 Monate reduziert. Warum denn so plötzlich? Du kannst einfach etwas von wissenschaftlichen Erkenntnissen quasseln. Das reicht schon. Auch wenn in der Schweiz aus den gleichen wissenschaftlichen Gründen der Genesenenstatus auf 12 Monate verlängert wurde. Aber ich bitte euch, wer nimmt denn so einen Schurkenstaat wie die Schweiz als Vorbild? Lauterbach hat die Genesenenzeiten an die Impfwirkungszeiten angekoppelt, so wie die Ölpreise an die Gaspreise gekoppelt sind. Bekannterweise wirkt die Impfung ja nur noch 3 Monate. Er konnte nicht da dulden, dass ein Genesener besser dasteht als ein Geimpfter. Wer soll dann sich dann noch impfen lassen? Aber für den Bundestag gilt der Genesenenstatus nach wie vor 6 Monate, weil sie ohnehin Immunität genießen. Gleichzeitig hat Deutschland zugestimmt, dass der Genesenenstatus in der EU 6 Monate gilt. Also, du kannst dich als Politiker sowieso widersprechen, bis die Balken sich biegen. Keiner traut sich, das zu kritisieren. Die Impfung wirkt. Wer mit Johnson & Johnson geimpft ist, gilt ab sofort als ungeimpft. 2-mal impfen, dann hat man die Freiheit zurück. Leider müssen die Geimpften auch Masken tragen und die Kontakte beschränken. Wenn du geimpft bist, schützt du deine Mitmenschen. Die Geimpften sind genauso ansteckend. Die Geboosterten können ansteckend sein, aber sie müssen sich nicht mehr testen lassen. Hä? Weil sonst hätte sie ja keinen Vorteil. Ich meine, Omikron umgeht die Impfung. Aber es ist besser, sich ein 3. Mal zu impfen. Pommes essen fördert das Abnehmen nicht. Aber bestell dir sicherheitshalber noch eine Portion. Besser als nichts. Sogar kannst du sagen, Omikron verläuft mild, aber ist nicht harmlos. Also sowas wie, ich rede Dünnsches, aber durchaus wissenschaftlich. Der Kanzler sagt, wir haben keine roten Linien mehr. Und muss dafür noch nicht mal zurücktreten. Die Innenministerin empfiehlt der Bevölkerung, nicht mehr zu demonstrieren, sondern die eigene Meinung nur noch zu Hause unter 2 Augen zu vertreten. So ist es eben in jeder Demokratur. Sie will auch den Messenger-Dienst Telegram verbieten, weil sie nicht wie die anderen Sozialmedien selbstständig für die Zensur sorgen. Ich meine, Facebook, YouTube und Google machen das schon lange vorbildlich. Nach dem Motto, wie würde unsere Führungselite entscheiden? Ja, in Telegram-Kanälen wird die Regierung unverhohlen kritisiert. Man muss es vor Augen führen. Das kann keine Demokratur auf sich sitzen lassen. Ich habe gehört, dass die Menschen, die miteinander telefonieren, auch den Staat kritisieren. Man müsste eigentlich das gesamte Telefonnetz auch abschalten. Mist. Da können sie sich aber immer noch treffen und miteinander sprechen. Dann gibt es eben Sprechverbot. Aber was ist, wenn sie sich gegenseitig die Lippen ablesen? Ach nee, die Masken. Na klar. Mein Gott, sind sie so gerissen, dass sie schon vorgesorgt haben. Ich habe gehört, dass Kim Jong-un inzwischen sehr neidisch auf uns schaut, wie erfolgreich die Politiker das Volk für dumm verkaufen können. Und er will demnächst eine Fortbildung in Deutschland machen, um noch besserer Diktator für sein Volk zu sein. NRW-Ministerpräsident Wüst will unbedingt alle impfen und sagt,
Jetzt kümmern wir uns liebevoll um die Ungeimpften. Das schulden wir den Geimpften, damit sie nicht so als willenlose Untertanen dastehen. Das war die medizinische Begründung für die Abschaffung der Verfassung. Wo hatte ich diese Art von Ansprache schon mal gehört? Ja, du kannst sicher sein. Wir werden uns sicherlich liebevoll um sie kümmern. La 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 la.